Moin moin Leute, herzlich willkommen hier auf das Gaming-Zimmer. Heute machen wir mal so eine Art kleinen Kanal-Trailer. Also stellen wir uns halt so vor, die Sachen, dies, das, so, ne. Also ich bin erstmal der Marcel, bin 26, komme aus Wabern. Neben mir ist mein Kollege. Ich heiße Dominik und bin 24 Jahre alt und komme aus Melsung. Und auf unserem Kanal werdet ihr, ich wackel schon wieder, auf unserem Kanal werdet ihr Gaming sehen. Real-Life-Videos sehen, eventuell Challenges. Eine Challenge ist schon geplant. Die wird wahrscheinlich, wenn alles gut läuft, nächste Woche Samstag stattfinden. Werden wir aber noch genau gucken. Einen festen Upload-Plan haben wir derzeit leider nicht. Das ist halt das Problem, weil im Moment sind wir ein bisschen eingebunden wegen Arbeit, ist das. Das wird sich spätestens dann ändern, wenn wir zusammenarbeiten dann in der Firma und wenn wir zusammen wohnen. Dann haben wir nämlich so die identischen Arbeitszeiten bzw. wohnen im selben Gebäude und können dann besser sagen, wann wir wie was machen. Es wird definitiv Livestreams geben, es wird Videos geben auf unserem Kanal. Wir werden uns viel mit Gaming beschäftigen. Im Moment sind es Livestreams und im Moment bin auch nur ich zu sehen, weil mein Kollege ist ja nicht, der wohnt ja nicht hier. Und somit ist das halt ein wenig schwierig, dass wir irgendwie zu zweit auf einer Kamera zu sehen sind. Und ja, in diesem Sinne wäre es das eigentlich schon fast gewesen. Viele wundern sich jetzt wahrscheinlich, ja, warum ist aus Zombie das Gaming-Zimmer geworden? Und ja, warum haben sich die Bilder und alles geändert ohne ein Video? Und dafür machen wir jetzt dieses Video, damit die Leute einfach Bescheid wissen. Falls euch der Content gefällt, den wir auf YouTube liefern, dann könnt ihr uns gerne abonnieren. Genau, abonniert die Glocke, wollte ich schon sagen. Aktiviert die Glocke, falls ihr nichts mehr verpassen wollt, dann werdet ihr auch gleich benachrichtigt, wenn wir mal einen Livestream starten oder wenn wir ein YouTube-Video hochladen. Das seht ihr dann sofort. Und ansonsten könnt ihr uns auf unseren vorherigen Videos gerne Kommentare da lassen, Likes da lassen. Nachher wird es wahrscheinlich auch noch einen Livestream geben, zu relativ hoher Wahrscheinlichkeit. Und ja, in diesem Sinne hoffe ich, ihr habt noch einen schönen Tag. Wiederschauen und reingehauen.